Her Story ist ein faszinierendes Spiel, bei dem es darum geht, die Geschichte von Hannah Smith zusammenzusetzen, während sie in 7 verschiedenen Verhören Aussagen gibt. Während du Clips aus einem computergestützten Aktenverwaltungssystem ziehst, indem du nach Wörtern suchst, die in diesem Video gesprochen wurden, wirst du die Wahrheit aufdecken und beginnen zu verstehen, was passiert ist und warum. Das Spiel ist jedoch offen gestaltet und in gewisser Weise interpretationsoffen. Es gibt am Ende kein festes Ergebnis, keinen Videoclip, der alles erklärt, keine abschließende Zwischensequenz. Daher musst du selbst herausfinden, was genau passiert ist. Wenn dich das Spiel verwirrt hat, lass es uns erklären. Wie wir oben sagten, wird dies das Spiel spoilern, also betrachte dies als deine letzte Warnung, das Video nicht zu schauen, bevor du dir dieses brillante Indie-Spiel selbst verdirbst. Hannah Smith hat ihren Ehemann Simon Smith getötet. Das hätte wohl jeder vorhersagen können. Was dich wahrscheinlich überrascht hat, ist, dass du nicht nur Hannah dabei zusiehst, wie sie aussagt, sondern auch eine Frau, die genau wie sie aussieht und Eve heißt. Wir denken, dass am 18. Juni Eve interviewt wird, aber vorgibt, Hannah zu sein. Dann, am 25. Juni ist es Hannah. Und am 27. Juni ist Eve wieder da, wiederum vorgebend, Hannah zu sein. Wir denken das, weil wir später erfahren, dass Hannah vor den Interviews bei einem Streit eine Prellung im Gesicht bekommt. Aber sie hat diese nur während des 2. Interviews. Im 3. ist sie verschwunden und Eve berührt die falsche Seite ihres Gesichts. Die Frau im Clip hat auch Morgenübelkeit. Bald werden wir herausfinden, dass Eve diejenige ist, die schwanger ist. Am 30. Juni ist Hannah zurück. Wir wissen das, weil sie kein Tattoo am Arm hat, wie Eve es in der nächsten Sitzung am 1. Juli hat. Es ist schwer zu sagen, wer während des kurzen Interviews am 2. Juli da ist, aber am 3. Juli ist es definitiv Eve. Sie fällt beim Lügendetektortest über ihren Namen durch und gibt dann zu. Dieses Interview mit Eve im weißen Hemd ist die Quelle für die meisten Wahrheiten über Her Story. Allerdings, denke ich, muss man bedenken, dass wir Hannahs Seite der Geschichte in all dem nicht bekommen. Also müssen wir einfach darauf vertrauen, was Eve sagt. Mit dem gesagt, lasst uns alles durchgehen, von der Geburt der Mädchen bis zu dieser Aussage, in einem rasanten Durchlauf durch Hannahs und Eves Leben. Zuerst einmal, die Mädchen sind tatsächlich Zwillinge. Wie Eve sagt, zu Deutsch, als Hannah geboren wurde, wurde ich zur gleichen Zeit geboren. Die Hebamme war da, um zu helfen. Ich wurde von der Nabelschnur erwürgt, wahrscheinlich um meinen Hals von Hannah gewickelt. Die Hebamme sagte meiner Mutter, ich sei tot. Aber eine Hebamme namens Florence trennte sie, nahm Eve bei sich auf und zog sie als ihre eigene Tochter groß. Schließlich trafen sich Hannah und Eve. Eve erklärt, zu Deutsch, wir müssen uns vorher schon gesehen haben. Aber es gab diesen Moment, als wir das erste Mal realisierten, dass es kein Spiegelbild war. Das Spiegelbild starrte zurück. Aber als Florence stirbt, geht Eve zu Hannahs Haus und lebt auf ihrem Dachboden. Während ihrer Kindheit und Jugend tauschten die beiden Mädchen die Plätze, nutzten die einzigartigen Stärken des jeweils anderen und verwendeten ein Tagebuch, um auf demselben Stand zu bleiben. Zu Deutsch, wenn eine von uns verletzt wurde, musste die andere auch verletzt sein, sagt Eve. Ein aufgeschürftes Knie, ein Bluterguss. Als ich zuerst einen Zahn verlor, mussten wir Hannahs Zahn ziehen, um es gleich zu machen. Sie teilten sich auch Jungs, aber als Hannah Simon trifft, entscheidet sie, dass sie diesen Mann nicht mit ihrer Zwillingsschwester teilen will. Auf Deutsch, Hannah bestand darauf, dass ich mich nicht als sie ausgab, wenn Simon da war, geschweige denn, dass ich mit ihm schlief, sagt Eve. Wir teilten ihn nicht wie die anderen. Die Regeln hatten sich geändert. Und die Dinge werden besonders kompliziert, als Hannah schwanger wird und aus dem Haus ihrer Familie in Simons Haus zieht. Eve versucht, schwanger zu werden, um es ihr gleich zu tun, aber es klappt nicht. Und sie bleibt auf dem Dachboden im Haus von Hannahs Eltern stecken. Aber dann verliert Hannah das Baby. Ich war unfruchtbar. Dachte ich, sie sagten mir, ich sei unfruchtbar nach der Fehlgeburt wegen Komplikationen, sagt Hannah in einem Interview am 30. Juni. Und im selben Jahr, 1984, sterben Hannahs Eltern. Und Simon und Hannah ziehen in das Elternhaus, aber Eve zieht aus. Ich bekam ein kleines Einzimmer-Apartment, sagt sie. Ich ließ mir ein Tattoo stechen, um den Anlass zu markieren. Sie beginnt abends in einer Bar zu singen und dann trifft sie eines Tages Simon bei einer Show. Er sah mich bei einer meiner Shows singen, reiner Zufall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich erinnere, was er dort überhaupt machte. Danach hatte ich einen Drink an der Bar und er kam herüber. Wir kamen ins Gespräch. Ich wusste, wer er war, aber er wusste nicht, wer ich war. Er war fasziniert von der Ähnlichkeit. Schließlich schlafen sie miteinander und Eve wird schwanger.
Sie erzählt Simon nichts davon, aber am Geburtstag der Zwillinge erzählt sie es Hannah. Der Tag des Mordes. Eve erzählt Hannah von ihrem Baby, aber sie lügt über den Vater. Ich erzählte ihr, es sei einer meiner Freunde, jemand, den ich in der Bar getroffen hatte. Als Simon an diesem Tag nach Hause kommt, gibt er Hannah einen Spiegel als Geburtstagsgeschenk. Er hat ihn selbst gemacht, sagt Hannah. Es war ein besonderes Einzelstück. Er hat ihn gemacht und verziert. Das ist sein Ding. Hannah erzählt Simon schließlich von Eve und sagt, sie möchte ihrer Zwillingsschwester mit ihrer Schwangerschaft helfen. Sie wollte, dass ich bei ihnen einziehe, sagt Eve. Aber Simon erkennt, dass Eve die Frau ist, mit der er geschlafen hat. Und jetzt weiß er, dass sie schwanger ist. Schlimmer noch, jetzt weiß es auch Hannah. Sie wusste es in diesem Moment, sagt Eve. Der Blick auf seinem Gesicht, sie wusste es. Also wirft Hannah ihn raus. Sie ruft Eve an und sie streiten. Wir schrien uns an, stritten, weinten, wir kämpften. Ich schlug zurück, hinterließ einen Bluterguss. Ich hatte meine Perücke vom Auftritt auf und sie riss sie mir herunter. Schließlich wurde ich müde zu kämpfen und ging weg. Eve steigt dann ins Auto und fährt nach Glasgow. Aber ich fuhr schlecht und ich fuhr in ein Taxi. Kein großer Unfall, nur Lack. Der Fahrer sorgte dafür, dass ich ins Krankenhaus kam, um mich untersuchen zu lassen. Dann fügt sie hinzu, das Krankenhaus muss Details darüber haben, wann ich untersucht wurde. Was sie sagen lässt, das sollte mich als Verdächtige ausschließen, wenn ich in Glasgow war. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Der Mord. Zu Hause passiert Folgendes, laut Eve. Ihre Geschichte ist, dass sie auf ihn wartete, bis er zurückkam. Sie zog nur meine Perücke an. Einige meiner Kleider tat so, als wäre sie ich. Er sagte, er wolle bei mir sein. Dann holte er ein Geschenk heraus, einen weiteren Spiegel. Genau wie der, den er Hannah früher gegeben hatte. Dieses einzigartige Geschenk. Sie drehte durch, zerschlug den Spiegel. Sie stritten, schrien, er schlug sie. Also griff sie ein Stück des Spiegels, schwang es herum, schnitt ihm sauber die Kehle auf. Also kehrt Eve nach Hause zurück und findet Simon tot. Und Hannah ist da, bedeckt mit Blut. Die beiden verstecken die Leiche. Und dann die Uhr. Sie stellen die Uhr auf die Zeit, als Eve in Glasgow ist, um ein Alibi zu schaffen. Das Interview. Eve, die sich als Hannah ausgibt, geht dann zur Polizei und sagt, Simon sei verschwunden. Ein paar Tage später kehrt sie zurück und sagt, sie habe seine Leiche gefunden. Aber die Dinge werden kompliziert, als die Polizei Haare von Eves Perücke findet. Und dann verdächtigt die Polizei Hannah, zwei Personen zu sein. Schließlich gesteht Eve alles, wie man in den Videos sieht. Schließlich bittet Eve um einen Anwalt und wir hören das letzte Wort über Hannah. Meine Schwester ist weg. Und sie kommt nie wieder zurück. Und das ist die Geschichte. Vielleicht steckt noch mehr dahinter. Vielleicht sind Eve und Hannah doch keine Zwillinge und das ist nur ein wahnsinniger Versuch, aus dem Gefängnis zu kommen. Vielleicht hat Eve es getan, aber gibt Hannah die Schuld. Das liegt an dir zu entscheiden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal und teile uns deine Theorien in den Kommentaren mit.